Hallo liebe Wohnkabinenfreunde, ich bin's Jens vom Wohnkabinencenter und heute möchte ich euch mal was zum Thema Markisen erzählen. Eine Markise, wie ihr die hier seht, an der Nordstar Camp 6 SSE mit dem Seiteneinstieg, bietet natürlich eine tolle Abschattung, bietet Schutz vor Regen und lässt sich sehr, sehr vernünftig einsetzen. Bei Markisen an einer Wohnkabine ist es immer wichtig, da wir verschiedene Höhen zu überbrücken haben, eine Kassettenmarkise zu nehmen mit einer Kurbel. Die kann ich teleskopieren. Ich zeige euch mal, wie das geht. Die Kurbel haben wir meistens in den Nordstar-Kabinen unterm Bett liegen. Da muss man die nicht extra anbringen. Und hier seht ihr die Möglichkeit, ich kann die Kurbel jeweils verlängern, ob ich jetzt die Kabine gerade auf dem Fahrzeug habe oder eben abgesetzt. Ganz wichtig bei der Verwendung einer Kurbelmarkise ist es, dass man die nicht zu weit rausfährt. Der Hersteller gibt vor, dass man maximal einen Meter rausfahren soll, bevor man die Stützen ausklappt. Um die Stütze auszuklappen, greife ich jetzt hier rein und ziehe hier an dem Knickgelenk die Stütze raus. Hier ist ein kleiner Verriegelungshebel, den öffne ich. Fahre die Stütze bis auf den Boden. Und jetzt ist die Besonderheit, es ist nicht nach unten, sondern ihr müsst den Hebel wirklich mit Druck nach oben setzen und jetzt habt ihr einen festen Stand. Das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite. Hier unten habt ihr so kleine Füßchen dran, da kann man Heringe durchmachen. Jetzt wieder die gleiche Geschichte. Ich verriegel nach oben. Das geht wirklich schwer. Man meint manchmal, ich breche das ab, aber es ist nicht so. Können wir festmachen. Und jetzt, wo ich die Markise abgestützt habe, kann ich die auch weiter rausholen. Das heißt, ich fahre jetzt ein Stückchen weiter raus. Die Stützen bewegen sich jetzt. Und jetzt gehe ich her, setze den Fuß wieder ein Stückchen vor. Und kann jetzt den Rest der Markise weiter rauskurbeln. Wichtig ist dadurch, dass ihr mit der Markise eine relativ große Windangriffsfläche habt, dass ihr die Markise immer sichert. Da habt ihr einmal die Möglichkeit, dass ihr unten in den Füßen Heringe in den Boden haut oder dass ihr ein Abspannband nehmt, was man da reinmacht. Das Abstützen der Markise ist eine ganz wichtige Geschichte, weil je weiter die Markise sich rauskurbelt, umso mehr Druck und umso mehr Last geht hier oben in die Wand. Wir nehmen da extra bei Nordstar einen komplett durchgängigen Träger, der die Last gleichmäßig auf die ganze Länge verteilt. Bei vielen Reisemobilen ist es so, die haben einen kleinen Halter, noch einen kleinen Halter, noch einen kleinen Halter, das auf die 3 Meter verteilt. Und wenn da die Markise sich so rausbeugt, kann es passieren, dass die oben aus dem Halter springt. Ja, das war ein paar Worte zu unserer Nordstar-Markise. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert unseren Kanal, gebt uns ein Like und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Danke!